Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Weichert See aus, anzunehmen bei Unteroffizier Downey das Licht in den Grizzly Hügel an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 und mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Auf diese Warnung achten, ihr werdet PvP markiert, wenn ihr die Quest annimmt. Aber auch wenn mein Charakter zu hoch für dieses Gebiet ist, bin ich ziemlich sicher, das Video wird euch auch in Viotelka Classic helfen. Nun soll man nach Zügler der Venturco ausweichen. Okay. Ich will ein bisschen Abstand halten. Befinde mich an dieser Position. Und an dieser Stelle muss man das Quest-Item benutzen. Ist auch im Inventar zu finden, kann man in die Leiste ziehen. So, benutzen. Auf dieses Gebäude zielen und Linksklick. Mal schauen, was passiert. 2. Und das Item hat 10 Sekunden Cooldown. Ich dachte, das ist ein Rauch, der breitet sich aus. Aber anscheinend muss man auf jedem Mobs das Item benutzen. Okay, die Quest dauert ein bisschen. Ich könnte... Moment. Hier, die Mobs adden. So. Und das Quest-Item benutzen, oder? Ich werde jetzt nicht unterbrochen. Es könnte sein, dass wenn ihr die Quest in WoTLK Classic macht, beim Leveln, dann könnte es sein, dass die Mobs, wenn sie euch treffen, den Balken zurücksetzen. Ich pull mal ganz viele Mobs und mal schauen, ob es dann passiert. Und ich denke, in WoTLK Classic könnt ihr das sowieso nicht machen, weil ihr vermutlich nicht so viel Leben habt. Hallo? So. Item benutzen. Ja, es wird zurückgesetzt. Ui, also ich dachte schon, es zählt nicht. Hier ist noch ein Gebäude. Es empfiehlt sich also, das Item wirklich ein paar Mal zu benutzen, anstatt es so zu machen wie ich gerade. Denn sonst könnte es sein, dass ihr vielleicht stirbt. Aber na, das Item hat 10 Sekunden Cooldown. Wie doof ist das denn, oder na? Hä, war das jetzt kürzer? Doch, 10 Sekunden. Also schaut, dass ihr mit diesem Quest-Item möglichst viele NPCs auf einmal trefft. Hier geht nicht zwei auf einmal. Hier zwei. Und dann eventuell könnte ich hier noch zwei auf einmal treffen. Ich bemühe mich. So. Ah, der läuft gerade hinaus, oder? Ah, doch, hat gezählt. So. 20 von 20. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Wie ihr seht, kann ich fliegen. Ich halte mich aber am Boden. Muss ihm nicht durch das Wasser schwimmen. Spart Zeit beim Quest aufnehmen. So. Quest ist abzugeben bei Unteroffizier Downey in den Grizzly Hügel an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!